Ja, herzlich willkommen zurück zu sterbenden Menschen in 7 Days to Factorio. Entschuldigung. Alles gut. Kann passieren. Wir mögen sterbende Menschen. Ja, Stahl kackt ab. Wesley hat's versaut. Hey. Wesley, wo bleibt Stahl? Ihr habt die Bänder gerade schon schnell gemacht. Weiß sein. Wesley hat's versaut. Aber ich glaube nicht, nur du warst es, der das verkackt hat. Das kann gar nicht sein. Weil wir hier um Dispo diskoniert haben. Ja, und da habe ich gesagt, ich klemme jetzt hier unten ab, damit das leer laufen kann. Und Wesley hat es nicht wieder angeschlossen, also ist er schuld. Pa! Denn der Zug? Hier ist ein Holzband. Warum ist hier ein Holzband? Ach, die roten. Ne, die gelben sind die Holzbänder, oder? Warum? Warum ist ein Fließband voll mit Holz? Achso, ich dachte, du meinst. Ach, das ist die alte Schienenproduktion, oder was? Wo hast denn die hingesetzt, Bensley? War das jetzt ein Kompliment oder nicht? Warte mal. Was ist mit Stahl los? Was ist Stahl überhaupt? Oh. Ja, Stahl kommt doch wieder. 10 Minuten nach Folgenstart, Wesley hat's auch verstanden. Ach, Schnauz. Wo ist die Skiproduktion? Achso, ist noch nicht da. Sieh zu da. Hab ich vergessen aufzubauen. Ja, sieh zu. Ja, hier, brauchst du Maschinen, dann gebe ich dir. Nein. Doch, hier. Bock an die Schienen. Da ist der Schienen. Die werden direkt abgeholt. Schiene, oder? Du sitzt Stein wieder, aus dem Stein. Auf Alter, die werden wieder direkt Stau. Alle wiedergebracht. Das ist mega Staub. Hier unten ist hier. Guck dir das mal an, wie die jetzt Wesley alle Schienen bringen. Was? Alle Schienen, boah, die sie gerade weggeschmissen haben. Ey. Ey, wer hat den Zug da unten umgedreht, ey? Welcher Zug wird wo umgedreht? Vom Stein. Keiner von uns hat Stein angefasst. Bestimmt, okay. Wir wollten nochmal Wesley Stein-Dings da angucken. Ja, auf jeden Fall die Züge stauen da unten, weil da wieder zu wenig Signale sind. Kommt keine Kohle mehr? Oh, nein, da ist ein Zug leer. Guck mal, Kohle läuft leer. Ja, ein Zug da unten soll leer. Welcher Zug? Ein Eisenerzzug. Wo? Oh. Aber wieso steht denn hier alles? Alter! Hä? Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, weil der nicht ausgeladen wird, aber was für ein Eisenerzug ist leer? Ist doch alles gut hier. Hier, da wo ich stehe. Wo steht denn Wesley? Was ist denn hier mit den. Wieso fährt der Zug hier eigentlich nicht? Wo steht denn Wesley? Da steht ein Knichtnet. Da steht ein Benny, da ist ein Wesley. Wieso fährt der Zug nicht? Warum ist der leer? Weiß ich nicht. Wird der hier unten nicht befüllt? Der hier hat auf jeden Fall noch Kohle. Der kriegt doch Kohle, oder nicht? Ah, jetzt fährt er. Wieso fährt er jetzt? Was war da? Weil ich Kohle reingeschmissen hab. War da Kohle drin? Oder gar nichts? Der wollte woanders hin. Ja, der war leer, also war da nichts drin. Hm. Der kam hier wahrscheinlich nie an, weil hier immer Stau ist. Wir haben viel zu wenig Erzabnahme. Wir haben viel zu viele Eisenerzzüge für die. Guck mal, der coole Zug wartet hier sogar schon, weil der da unten den Bahnhof beliefern will. Weil weniger als 500, ist der überhaupt an? Ja. Ja, wir bräuchten hier Ausweichstrecken, das geht so nicht. Wir müssen diese Kreuzung hier anders bauen. Dass hier die Stahlplattenproduktion hier abgeht wie Schmitz Katze. Ey, die Eisenplatten. Oh, scheiß Space Engineers. Wie kann man das denn umsetzen? Wir brauchen einfach mehr Eisenerzbahnhöfe da unten. Wir können das alles nicht über einen Bahnhof laufen lassen. Oh, oh, Wesley. Bist du noch da? Wesley? Ha, komm auf die Map. Er rennt immer weiter. Oh, er steht. Wesley? Ja. Hi.
Du bist alles gut. Du hast einen Moonwalk gemacht. Ja, ich glaube einfach, wir brauchen einen neuen Bahnhof für die Wesley-Schmelze da unten. Warum fahren die zwei Kohlezüge da unten? Warum sind bei den Zügen jeweils der hintere Zug andersrum gesetzt worden? Was? Beim Kohlezug, guck ich, mal. Ich höre, dass du was sagst, aber ich verstehe dich nicht. Warte, werde ich jetzt überfahren? Nein. Kommt hier irgendwas? Nein. Kohlezug, ja? Hier ist noch ein Kohlezug. Sind die vielleicht Warum sind hier zwei worden? Kohlezüge? Warum sind hier zwei Kohlezüge? Weil die Warum da unten den Bahnhof beliefern wollen. Weil die den Bahnhof mit... Ja, da hätte einer nicht gereicht. Oh, Wesley. Ja, im Ernst. Es sind zwei Jeder Züge, Zug. Die den anfahren können, weil der eine Zug nicht schnell genug da runterkommt, weil das Gleis blockiert ist. Fährt der zweite hinterher, ist doch wohl logisch. Lass ja, es einfach, wie es ist. Einer würde reichen, damit sich... die Kiste davon wird. Was? Was Wesley wurde auch im Spiel... Ah, jetzt. Wir brauchen doch keine zwei Züge, um diese kleine Kiste da zu befüllen. Ja, das natürlich die, brauchst du die, wenn die nicht weiterfahren, das siehst du doch. Wenn der Zug nicht hinterherfahren kann, weil alles blockiert ist, dann braucht man da fünf Züge für, weil alles blockiert ist. Siehst du doch, wenn da kein Zug ankommt. Deswegen sage ich ja, ich muss das hier neu bauen. Ich muss hier mal einen vernünftigen Bahnhof hinzimmern. Dass hier halt auch mal zwei, drei Erdzüge gleichzeitig ausgeladen werden können und nicht nur einer. Oh, das ist überhaupt, so nicht, episch. Überhaupt nicht dazu ausgelastet. Warum dann reißt man hier unten alles weg. Alles und hier unten wegreißen, mit der Kreuzung wegreißen. Und alles neu. Weg. Und mach komplett neu. Ja. Ihr wisst schon, dass ihr hier gerade in der letzten Folge den Mega-Fail gemacht habt. Warum? Ihr habt hier ja alles auf grüne Flitzebänder umgestellt. Bis auf ich, eins in der Kurve nicht, das hat dann natürlich alles gebremst wieder. Ja, perfekt. Ja, genau. Ah, läuft doch alles, ist doch wurscht. Jetzt kommt kein Eisen mehr an. Läuft hier. Ja, jetzt kommt kein Eisen mehr an. Müssen wir Eisen upgraden. Boah, kannst du nur mal ganz kurz Pause machen? Zack. Wesley lädt und lädt und lädt. Was ist denn los heute? Wesley? Ja. Wow. Alles gut bei dir? Ich bin fast überfahren. Nein. Bei mir ist hat mich auch nicht, ne? Ich höre euch nicht. Oh Mann. Alles klar, mein Internet ist weg. Ja, ja, wir hören dich, dass dein Internet weg ist. Wenn's nichts tut, versuch Reboot oder wie war das? Zum Kotzen. Ach, das bringt nichts. Ich muss einfach eine Stunde warten. Ja, ich glaube, ich reiß den Bahnhof hier dann gleich mal weg. Zahlst du dein Internet stundenweise oder wie? Ja. Es gibt ja Leute, die wohnen im Internetcafé, gell? In Shanghai ist es so. Nee, echt, weil da hast du ja eine kleine Kabine. Bei denen im Internetcafé sieht es ja anders aus als bei uns. Die haben da ja eine Kabine und weil da die Mietkosten so hoch sind, mieten die sich einfach ein Internetcafé-Räumchen. Ja, das ist so ein 1x2 Meter. Und das ist günstiger. Was kostet es in der Stunde? So und so viel Yen, Dollar, Rubel? Ne, was haben die da in Shanghai? Ja, auf jeden Fall auf den Tag gerechnet oder auf den Monat hochgerechnet ist es günstiger, als dort eine Wohnung anzumieten. Und dann hast du ja quasi immer geiles Internet zu Hause. Ja. Mag sogar Sinn machen. Ich muss hier mal kurz ein bisschen Inventar leer räumen. Das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht.
Das nicht, das nicht. Das nicht. Doch, die brauche ich. Muss ich jetzt hier grün alles anfordern? Ich habe das gerade automatisiert. Ihr könnt das nicht sofort ständig leer ziehen. Klar können wir. Sag uns nicht, was wir nicht können. Wenn ihr grün anfordert, dann schmeißt alles blaue weg. Nein. Also alles rot ja, aber ich will nicht alles auf grün umrüsten. Das ist zu teuer. Das ist wohl wahr. Heißt, den meckern kann er noch. So, aber das Ganze ohne Internet. Wir haben zu wenig Schmiermittel. Schmiermüll? Schmiermüll. Schmier doch, egal. So, dann mache ich mir noch schnell eine Blaupause hiervon. Dann können wir das nämlich kopieren. Zack. Halt. Zack. Ja, heute ist irgendwie so blöd. Heute ist blöd. Kein guter Tag. Ich will was vom Band heben. Heb's ab. Dann dauert es ungefähr 5 Sekunden, bis es wirklich in meinem Inventar ist. Gnichtnit, mach nochmal kurz Pause. War die auch Benny oder was? Ja, bei mir hat das geholfen. Hat's geholfen, Wesley? Keine Ahnung. Glaube ja. Glaube ja. Zeig glaubst du nicht, dann ich nicht, kann das sein? Bei mir ist alles total chicky. Ja, klar, weil du ja nicht auf irgendeine Internetverbindung angewiesen bist. Ja, aber auch meine Internetverbindung ist jetzt halt irgendwie nicht unbedingt ausgelastet. Ja, ich sag's euch noch. Irgendwann wird uns dieses DS-Lite um die Ohren fliegen. Ja, sorry. Das ist halt, wenn solche unbefugten Kinder wieder am Internet rumschrauben. Wenn wieder irgendwelche Leute meinen, sie könnten Geld sparen, indem sie IPv4-Adressen einsparen. Und andere Leute nicht mal wissen, dass es sowas gibt. Und dann Low-Cost-Internet-Anschlüsse zur Verfügung stellen. Alter, das wird hier echt eine riesen Umbauaktion. Was meinst du, wie viele Eisenerzbahnhöfe sollten wir hier machen? 3 bestimmt, oder? Was, Eisenerzbahnhöfe? Wo? Ja. Hier unter der Wesley-Schmelze. Was reicht jetzt nicht, was da rankommt? Doch, aber es kommen zu viele Züge für diesen einen Bahnhof. Das ist dem Problem. Ich eile, ich fliege. Jetzt, wo ich den ganzen Bahnhof abgerissen habe. Oh, was mit den Eisenplatten los? Da kommt ja nichts mehr, da das stagniert ja. Nein. Was, Eisenplatten? Das Eisenerz ist doch gerade erst leer gelaufen. Ja, und oben stagniert schon. Krass. Guck mal, wie es hier alles rot aufleuchtet plötzlich hier so von unten nach oben. Sieht voll krass, geil der, aus. Krass, der Puffer ist gerade alle gelaufen. Just in dem Moment. Das sieht voll krass aus, wie das so nach oben wegleuchtet, alles rot wird. Wo habe ich denn? Ich hatte doch hier eben gerade noch einen Bahnhof von dem Wetzlee. Ich sag mal so, bei mir läuft es gerade ziemlich scheiße, aber wenigstens noch immer nicht. Wenigstens so scheiße immer wie beim Zocker. Was? Ja, wir hätten uns echt gefreut, wenn er dabei gewesen wäre. Ja, wirklich. Und wirklich, wirklich. Ja. Wirklich, wirklich. Wär wirklich, wirklich mal wieder schön gewesen. Ja. Ja, sein Internet macht ja gerade Urlaub, deswegen.
Das macht sowas von Urlaub. So, wie machen wir Urlaub? Das jetzt? Machen wir das jetzt? Wir müssen hier eigentlich unten alles wegreißen. Du willst hier zwei Ausladungen hinmachen, oder? Ja, zwei mindestens, wenn nicht sogar drei. Oh, ich habe wieder den Strommast gefunden. Herzlichen. Kannst du ihn setzen oder hängt's gerade bei dir? Hast du Granaten mit? Können wir mittlerweile Giftkapseln? Was, wieso? Was willst du machen? Willst du das hier machen oder wie? Oder das hier? So, ja, dann... Unsere Logistik reicht ja bis hierher. Ist krass, ne? Dann werden wir hier einen Kreisel hinsetzen, und zwar mittig. Oh, hier ist ja noch Zug und so. Und zwar hier. Das geht mal, jetzt wir haben hier wie viele? 12 Eingänge, gell? Ja. Hätte ich jetzt zwei Bahnhöfe A6 Eingänge gemacht. Okay. Oder 3 A4. Ja, 4 ist aber mit 3 Waggons relativ bescheiden machbar. Huch. Was? Nicht husten. Nicht lachen, meinst du? Nicht lachen. Alles gut, alles gut. So, ein bisschen Öl gepimpt. Wie viel Abstand willst du? Reicht es dann, um... Nein, ich hätte jetzt hier... du willst jetzt zwei machen, oder? Oh. Was? Oh. Lange keine Angriffe mehr. Wieso ist da unten alles dunkel? Ach ja, die haben keinen Strom, lol. Wieso haben die keinen Strom? Weil ich doch nicht hier die Zugstrecke abgezogen hab. Komm nicht aus der Karte raus. Oh Mann, ey. Zack, eliminiert. Irgendwas Wichtiges kaputt gegangen? Nee, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jetzt fängt er hier mit den Kleinen an. Oh, so ein Spacken. Benni. Die ganze verbrennt, ganze die Dinge. So, und ich dachte, wir machen jetzt da drunter auch noch einen und der fügt sich dann hier ein. Wir brauchen mehr Öl. Ja, aber guck mal, wenn jetzt hier einer steht, wo ich gerade stehe, ja, und gerade, Entschuldigung, husten muss, gemütlich entladen wird, ja, dann kann der andere nicht durchfahren. Also du musst hier noch irgendwie, nein, 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 du machst hier einfach geradeaus weiter. Ja! Und dann den Kringel hier nach unten. So, ich wollte da am Ende, wollte ich noch. Das ist genau das, was ich wollte, Benni. Oh, ich hab hier wieder. Das ist genau das, was ich wollte. Das ist voll gut. Oh, das ist der untere. Oh, Leute, ich sag's euch, es ist immer gut, einen Benni dabei zu haben. Aber nur einen, zwei machen alles kaputt. Zwei machen alles kaputt. Deswegen gibt's ja auch die Benni-Zone. Oh, keine Schienen mehr. So, jetzt müssen wir aber gucken, wie setze ich das denn da hin? Also, der hier muss an das Gleis, das schon da ist. Einfach hier Kringel zumachen, fertig. Der hier, dorthin. Ich habe keine Schienen mehr.
Du willst. Ja, jetzt mach mal lang. Jetzt mach. Kannst ja nicht. Der hier? Der soll dahin. Ja. Ja, genau. Aber schön, bitte. So, und dann machst du hier jetzt noch geradeaus. Da, wo ich hier gerade laufe. Ja, ja, genau. Stopp. Und dann hier den da nach da unten. Ja, und genau da haben wir jetzt wieder das Problem. Das darf ja nicht kreuzen. Ah, doch, darf ja kreuzen. Den kurzen Moment, wo die hier einmal kurz. Du musst halt bloß mit den Signalen aufpassen, dass hier keiner stehen bleiben kann. Ja, nur, was ich überlegt hatte, wenn wir jetzt hier einen Kreisel hinsetzen, dann können die ja auch von hier aus da reinfahren. Ja, dann mach. Nur, das ist wesentlich komplizierter, glaube ich. Wieso, wenn du jetzt hier, guck mal, das, was du hier gemacht hast. Ja? Das gleiche machst du hier außen auch nochmal. Ja, aber dann außen. Weißt du? Und dann machst du hier noch einen Kreisel. Kannst du aushalten. Das muss denn ja. Wir sind im Übrigen schon hin. Voll drüber. Voll drüber? Ja. Ach, das ist gerade so. Anfang. Haben wir gerade angefangen. Letzte Folge der Aufnahmesession ist auch mal länger. Nicht? Doch, das heißt, du musst jetzt hier das hier alles so, ja? Ja. Nee, das bleibt eigentlich alles wie es ist, nur. Nein, du machst es so wie hier. Weil dann kommen die echt von einer Seite, dann fahren die halt einmal hier unten lang, oben hier rum durch den Kreisel rein. Und dann ist hier einfach nur wieder. Dann fahren die hier auch wieder durch den Kreisel raus, oder was? Ja. Und können aber auch geradeaus durchfahren, wenn dann hier. So meinst du? Ja, jetzt ist bloß die Frage, wofür haben wir die mittleren Schienen gerade? Zum Durchfahren. Man muss das Ganze natürlich noch mit hier unten verbinden. Ah, warte mal, das ist doch richtig intelligent, was wir hier gemacht haben. Weil der kann ja dann hier entweder hier drauf fahren und wenn er fertig ist, dann fährt er hier runter, einmal durch den Kringel. Ja? Und raus. Und fährt der hier gerade. Der muss ja noch nicht mal da raus, der kann ja auch theoretisch hier raus und gleich wieder zu seinem Erzbahnhof. Oder halt hier hoch, da rein, einmal hier drüben umdrehen und dann im Bahnhof rein. Ja, du bist, du hast voll drauf. Also jetzt mach hier unten noch zu. Nee, erstmal machen wir hier unten Signale fix. Dass das hier Klärchen ist. So, warte mal, hast du ein, ich habe übrigens noch 4 Exoskelette. Brauchst du? Bist du ein bisschen langsam? Bist du ein bisschen langsam? Ich habe gar keinen Platz, Digga. Ich habe noch MK2-Rüstung. Immer noch. Ein bisschen langsam. Das da. Das da. So, dann muss hier oben irgendwo ein Bahnhof hin. Da so. Ja, dann haben wir hier nämlich noch so ein Wartegleis. Wo zwei Züge warten können. Da. Warte mal, können wir das untereinander? So. Und so. Das wird wieder nicht passen. Wetten. Hallo, noch einen Bahnhof? Hallo, Bahnhof. Bahnhof zum ersten. Bahnhof zum Überlänger und überhaupt. Was? Bahnhof? Das passt nicht. Oh, schade. Nehmen wir den. Ich kann keinen Bahnhof. Ich hab schon. Ich hab schon. So muss das. Das heißt, wir könnten hier die drei sogar auch noch hier schön von Seite. Es ist hier eigentlich eine Kiste mit Zeugs, ja. Hier sind Dampfmaschinen drin. Ja, das ist meine. Ich hatte keinen Platz mehr. Kombinator und so. Ich hatte keinen Platz. Ich nix Platz. So, und jetzt brauchen wir hier aber auch noch einen Bahnhof, der eine für Kohle sorgt. Der für Überlänge sorgt. Ach, immer diese Überlänge. Den können wir jetzt da hier abzwacken, oder? Reicht das dann hier noch mit der Ausladung?
Ja, wir laden dann nach oben aus, oder nicht? Na, du musst hier noch verbinden, ist noch nicht ganz. Ja, genau. Okay, okay, okay. Jo. Wesley ist gleich draußen. Wesley ist gleich raus. Sowas von raus. Überlänge, 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 Überlänge. Überlänge, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Ja, wir brauchen immer noch ein Ende. Leute, wir brauchen immer noch ein Ende für unser Spielchen. Ja, weil Rakete starten und dann Feierabend ist nicht, weil dann geht's ja erst richtig los mit Forschen, sagen die zwei hier. Die zwei hier vor allen Dingen. Ihr habt das Spiel schon mal gespielt. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ich bin hier neu. Ja, ich bin hier sowas von neu. Ich nix Deutsch. Funktioniert das hier auch? Ja. Wieso geht es hier nach oben und nach unten und... Nein, das reicht nicht. Nee, warte mal. Der hier lädt aus und dann kommt hier... Okay. So, und hier... Machst du... willst du dann... Was willst du? So... Achso, und dann willst du mit unterirdisch. Unterirdisch, aber dann. Nee, das, muss das ist hoch. Das ist nicht schön, das machen wir so. Machen wir das besser? Echt? Mal, wo muss hier? Das muss hier. Ja. Ja. Folgen. Ja. 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 Schon. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Bäm. Was willst du? Was? Nicht nur redet Zeugs. Hört nicht auf ihn. Was labert er? Das kann nicht wahr sein. Er macht nur Quatsch. Hört nicht auf ihn. Wie heißt denn dieser Kohlebahnhof? Wie hatte ich den genannt? Kohle an? Oder so? Brauchen wir einen Kohlezug. Kohle außen. So, das vergesse ich nämlich. Und dann machen wir auch langsam mal Richtung Überlänge, oder? Richtung Folgenende. Kohle außen. Den machen wir mit Schaltungsnetz. Und zwar aktivieren und deaktivieren, wenn Kohle gleich 1. Und da hier 0 ist, das ist verbunden. Hier steht irgendwas kleiner 500. Sehr nice. Ach, dann müsste jetzt eigentlich hier gleich ein Kohlezügchen kommen. Wollten wir nicht Raketentreibstoff hier nehmen? Hier unten eigentlich, ja, nee, weiß ich nicht. Wir hatten hier immer so einen Kohlezug und das funktionierte. Oh krass, guck mal, er hat das ja schon voll gemacht. Ja. Oh krass, guck mal, er hat das ja schon. War mal nützlich. Nützlich. Ja, und dadurch, dass wir hier so einseitig Fließband und so, haben wir nicht so viel Verschwendung. Jetzt ist Wesley wirklich draußen. Jetzt ist er die Verbindung zum Spiel verloren. Ja, genau. Vielleicht sollten wir dann unsere Überlänge wirklich mal beenden. Ja, genau. Jetzt ist Wesley weg. Jetzt können wir beenden. Jetzt ist auch alles klar. Jetzt ist auch. Jetzt ist aber gut, ja. Jetzt ist Ende hier. Ende Gelände. Also, du schreibst dir auf, was wir vorhatten und wir beenden hiermit die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch wieder mit Wesley. Tschüss. Tschüss. Ciao.